Es geht wieder los an den Märkten, nachdem das Ende der letzten Woche durch Thanksgiving und Black Friday so gut wie nichts los war an den US-Märkten. Jetzt werden die Karten wieder ein bisschen neu gemischt und es sind zwei Faktoren, die zu Beginn der Woche hier Einfluss haben. Das sind die Zahlen zu den chinesischen Industrieprofiten einerseits, die waren ziemlich mau, und die Zahlen zum Black Friday respektive zu diesen Umsätzen, die im Gefolge von Thanksgiving oder im Umfeld von Thanksgiving erzielt werden mit diesen Rabatten. Die waren, naja, auch eher mau, müsste man sagen. Online gut, aber stationär sehr, sehr schwach. Und wir wollen uns die Dinge mal anschauen, die zum Handelsstart in dieser Woche wichtig sind. Wir haben hier die Message oder die Headline, genauer gesagt, von Bloomberg. Asian Stocks fall as China profit growth slows. Wir sehen nach wie vor minus 7,8%, also tief in den Miesen. Wir sehen dann eine Meldung wie zum Beispiel, dass Xi Jinping jetzt Shanghai besuchen wird, da auch die Firma SCMP, also diesen Chip-Hersteller. Also man sieht, Xi Jinping versucht jetzt diese lahmende Wirtschaft, an der er weitgehend selbst schuld ist durch sein plansozialistisches Wirtschaftsprogramm, jetzt in irgendeiner Form wieder hinzukriegen. Wir sehen jetzt das Wackeln der Firma Zhongxi, das ist ein Vermögensverwalter, der jetzt wegen Betruges angeklagt ist. Das könnte diese Firma zum Kippen bringen. Jedenfalls hier sehen wir die US-Futures oder die Futures insgesamt, die Aktienmärkte in Asien waren zunächst mal schwächer aufgrund dieser Zahlen aus den oder von den Profiten in China. Dann sehen wir haben hier Black Fridays, da haben wir zunächst mal die Jubelmeldung, ja, die Online-Sales sind ja deutlich gestiegen, allerdings sind eben die In-Store-Sales, wie das heißt, also die Verkäufe in den Läden, die sind eher mau ausgefallen, sodass wir jetzt einen Anstieg zum Vorjahresmonat oder zum Vorjahreszeitraum um 2,5% haben. Das klingt erstmal ganz schick, aber die Erwartungen vorher waren zunächst mal so 4-5% Anstieg, dann wurde das gesenkt auf 2-3% Anstieg. Also kann man sagen, das ist im Rahmen der heruntergesetzten Erwartung. Unten sehen wir mal die Inflationsrate. Die beträgt 3,2%. Und da diese Zahlen ja nominal sind, also dieses Wachstum der Black Friday-Umsätze um 2,5% nominal, wäre das Inflationsbereinigte sogar ein Rückgang. Das zeigt, dass der US-Konsument so langsam seine Schwierigkeiten kriegen könnte. Gleichwohl sehen wir diese Stories Soft Landing, wenn Sie links oben hier gucken, Soft Landing Stories nehmen immer mehr zu oder haben stark zugenommen, während die Rezessionsstories in Artikeln deutlich abnehmen. Wir sehen die Zahl der Bankruptcies, der Bankrotte in den USA kontinuierlich nach oben gehen, ebenso wie die Kreditausfallraten, also bei Kreditkarten oder ähnlichem. Also wir sehen, da hinterlassen die Zinsanstiege schon ihre Wirkung, aber an den Aktienmärkten herrscht Euphorie nach dieser Rallye. Hedging Demand ist jetzt so billig oder so gering wie seit 2013 nicht mehr, als die Daten erfasst wurden. Das heißt, wir haben ein neues Allzeittief praktisch in dem Bedürfnis, sich abzusichern, weil alle so sicher sind, dass alles super gut nach oben geht. Na klar, wir haben jetzt saisonal eigentlich eine günstige Zeit und wir haben die Magnificent Seven, die hier alles nach oben getrieben haben. Wir sehen den VIX jetzt, niedrigster Stand seit Januar 2022. Sich mit positiven Divergenzen, wie Sie hier rechts im Chart sehen. Da sehen wir verschiedene Parameter, ist jetzt auch nicht so wichtig, aber wir sind jetzt sozusagen an einem Punkt, wo man sich sehr, sehr günstig hedgen kann. Hier sehen wir mal das Ganze, so einen Baum könnte man sagen, wie es ausschaut, die Magnificent Seven, und hier grau sind die anderen 493 Aktien, die sind jetzt wieder im Plus, waren zwischenzeitlich im Minus. Übergeordnet haben wir ja noch einen miserablen Breadth, also eine miserable Marktbreite, auch wenn wir am Freitag zum Beispiel eine ganz ordentliche Marktbreite gesehen haben, aber übergeordnet ist es nach wie vor ziemlich mies, also es sind die wenigen Aktien, die das Ganze hier
getrieben haben nach wie vor. Wir sehen hier einen ziemlichen Unterschied zwischen Smart Money, das skeptischer geworden ist, und dem sogenannten Dump Money. Das sind die Privatinvestoren. Smart und Dump ist vielleicht der falsche Begriff. Vielleicht könnte man es institutionelles und Privatanlegergeld nennen. Auf jeden Fall sind hier die Privatanleger extrem optimistisch. Die institutionellen sind weniger optimistisch, offenkundig, oder verhalten sich anders. Hier sehen wir mal den Chart vom S&P 500 eingearbeitet. Hier auf der einen Seite CNN Fear and Greed Index, also seid ihr gierig, seid ihr ängstlich, da sind wir jetzt wieder im Gear-Modus mit 68, und die NAAIM Exposure, das ist das, was Vermögensverwalter sozusagen an den Start bringen, wie viel ihres Kapitals praktisch in Aktien investiert ist, mit 78 auch wieder relativ hoch, und wir sehen eine Überkauftheit im S&P 500 bei den meisten Aktien. Ich hatte diese Grafik schon mal gezeigt, aber hier sehen wir nochmal den Wix, wie er nach unten ging, nach unten ging, nach unten ging. Jetzt sind wir auf Niveaus, an denen wir sehr selten sind, unter 13. Das hat oft dann den Boden gebildet beim Wix und hat beim S&P 500 einen Top gebildet, und es wäre natürlich mehr als gesund, wenn nach dieser Rallye jetzt mal eine Korrektur käme, wenngleich diese Handelswoche saisonal etwa für den Nasdaq normalerweise günstig ist. In 74% der Fälle ist er positiv mit einem Gewinn von 1,21% durchschnittlich, und jetzt wird das Casino erweitert. Das ist eine wunderbare Nachricht bisher, und das ist ja das, was wirklich die Märkte verändert hat. Diese Zero-DTE-Optionen, also diese Optionen, die noch am selben Tag verfallen, das wird jetzt ausgeweitet weg von Indizes, von Aktienindizes, hin etwa zu ETFs, die Silber, Gold, Öl, Erdgas und Staatsanleihen abbilden. Also wir werden jetzt eine deutliche Ausweitung des Casinos haben. Das ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges, denn diese Zero-DTE-Optionen haben die Marktmechanik, die Dynamik deutlich verändert, und eine veränderte Dynamik ist auch bei der EZB festzustellen, wenn wir jetzt mal nach Europa kommen. Hier hat Lagarde Interessantes gesagt. Sie hat erstmal gesagt, ja okay, wir haben ja schon viel gemacht in Sachen Zinsanhebung. Jetzt können wir ja mal gucken, die Zinsen unverändert zu lassen, und welche Entscheidung wir treffen müssen in Sachen Zinsen, nach oben oder nach unten. Das ist das erste Mal, dass überhaupt der Denkraum eröffnet wurde, dass die Zinsen wieder fallen könnte. Das zeigte, dass man hier offenkundig so langsam die Muffe kriegt aufgrund der sehr, sehr schwachen Konjunktur. Lagarde ist auch besorgt über diese ganze über dieses ganze Finanzchaos in Deutschland mit Sondervermögen, Bundesverfassungsgerichtsurteil, all das hinterlässt dann Spuren auch in Meinungsumfragen. Hier mal SPD 16, FDP 6, Grüne 12, damit kämen sie auf 34%, also nur jeder Dritte würde diese Koalition derzeit noch wählen. Das ist ein bisheriger Tiefpunkt. Gabor Steingart hier mit dem Pioneer Briefing 6 Irrtümer des Kanzlers, warum sich niemand an ihn erinnern wird. Ja, schon irgendwie eine schwache Rolle, die er derzeit spielte. Der gute Herr Scholz, jenseits der Frage, dass er sich an manche Sachen nicht so gut erinnern kann. Ja, das passiert halt einmal. Und was untergegangen ist, letzte Woche so ein bisschen, Deutschland wird jetzt keine inflationsindexierten, also inflationsgeschützten Anleihen mehr emittieren. Das hat mein Kollege Wolfgang Müller hat sehr stark erstmal André Stagge kritisiert. Mein Kollege Wolfgang Müller sagt auch, das ist letztendlich eine Form der finanziellen Repression. Denn du kannst dich jetzt praktisch nicht mehr absichern gegen die Inflation, was aus der Sicht von Wolfgang Müller zeigte, dass im Grunde man hier davon ausgeht, dass die Inflation nicht drunter geht. Jetzt sollen sozusagen diejenigen, die Anleihen kaufen wollen, keine Chance mehr haben, sich gegen Inflation abzusichern, wenn sie Staatsanleihen aus Deutschland kaufen. Und eines der großen Punkte, und das ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges, diese kalte Progression, sodass die Mittelschicht zum Spitzenverdiener wird. Du brauchst gar nicht mehr in Anführungszeichen viel verdienen, und schon bist du Spitzenverdiener in Sachen Steuerbelastung. Das ist etwas, was unglaublich schnell geht. Das trifft inzwischen so viele Menschen, und jetzt auf der anderen Seite eben, dass wahrscheinlich wir den Weg gehen werden hier in Europa, den man woanders schon geht, nämlich dass die EZB eine höhere Inflation zulassen wird, damit die Staaten sich letztendlich entschulden können.
Wir waren bei China, so hatten wir angefangen, so kommen wir darauf wieder zurück. Wir sehen hier das Handelsvolumen Deutschlands, also deutsche Exporte etwa nach China und Importe aus China rückläufig. Hier sehen wir also ein Stück weit diese Entkoppelung, die weitergeht. Dagegen, ganz wichtig, meine Damen und Herren, Kirgisistan, da haben wir jetzt massiv steigende Exporte und Importe, das ist praktisch die Umgehung der Russland-Sanktionen, könnte man sagen. Also hier bleibt man flexibel, gell? Wir kaufen ja nach wie vor russisches Öl, nur es ist dann halt aus der Türkei geliefert oder aus Indien kommt es dann, weil es die Inder und die Türken von den Russen gekauft haben. Aber mein, wir kaufen alles, gell? Hauptsache es ist nicht direkt russisch, gell? Dann sind wir also wieder gut drauf und haben ein reines Gewissen. Aber wir sehen eben die wirtschaftliche Großwetterlage, die ist doch relativ deutlich. Wir haben jetzt vor allem Großinsolvenzen, die relativ stark zugenommen haben. 45 Fälle in den ersten 9 Monaten. Das ist der größte Wert seit 2020. Und hier Tendenz weiter steigend. Und das trifft dann natürlich besonders viele Arbeitnehmer, viele Beschäftigte. Und eine große Insolvenz könnte bevorstehen mit Signa. Da läuft die Zeit davon. Letzte Rettungsversuche sind am Wochenende gestartet. Eine Firma hat bereits am Freitag Insolvenz angemeldet. Das ist die erste Empfehlung. Das könnte wirklich sozusagen so einen Domino-Effekt geben. Gerade im Immobiliensektor. Erste Empfehlung, dann zweite Empfehlung, auch sehr interessant. Plötzlich kommen die Risiken von KI ins Bewusstsein. Was ist denn mit Haftungsfragen, wenn die KI irgendwie Sachen verbockt oder gefährliche Dinge tut oder gefährliche Dinge irgendwie initiiert? Wer haftet dafür? Nämlich die eigentlich die Schöpfer dieser KI. Das kommt jetzt so langsam ins Bewusstsein, dass KI nicht nur sozusagen positiv ist und den Investoren Gewinne beschert, sondern auch Probleme verursacht. Zweite Empfehlung und die letzte Empfehlung. Keiner möchte die Party verlassen. Wann kommen die Gewinnmitnahmen? Diese Woche Fragezeichen, nachdem wir jetzt zunächst mal auf Future-Basis schwach gestartet waren, dann zum europäischen Handel hin wieder uns ein bisschen erholt haben. Also diese drei Empfehlungen, meine Damen und Herren, Signa, KI und die Party an den Aktienmärkten. Ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.